Wissenschaftler bestätigen, dass Hunde eine schlechte Person erkennen können. Von dem Fremden, den dein braver Hund auf der Straße anbellt, bis hin zu dem Nachbarn, den dein Haustier nicht anfassen will. Manchmal scheint es, als wüssten Hunde einfach, ob jemand ein guter oder schlechter Mensch ist. Und jetzt stellt sich heraus, dass unser Verdacht die ganze Zeit richtig war. Wissenschaftler haben bewiesen, dass Hunde eine schlechte Person erkennen können. Bleib bis zum Ende des Videos dabei, wenn wir die unglaublichen Fähigkeiten deines Hundes genauer unter die Lupe nehmen. Hunde können eine gemeine Person erkennen. Laut einer Studie, die im Journal of Neuroscience and Biobehavioral Reviews veröffentlicht wurde, können Hunde erkennen, wenn jemand zu dir gemein ist. In dieser Studie führten Wissenschaftler ein Live-Experiment mit Hunden und ihren Besitzern durch und testeten, wie Hunde auf verschiedene Verhaltensweisen von Menschen reagieren würden. In drei verschiedenen Szenarien versuchte ein Hundebesitzer, einen dicht verschlossenen Behälter zu öffnen, während ein Schauspieler neben ihm stand. Der erste Akteur half beim Öffnen des Behälters, der zweite verhielt sich passiv und der dritte verweigerte ganz einfach die Hilfe. Die Hunde beobachteten jedes dieser Szenarien. Nach der Vorführung wurden die Schauspieler angewiesen, dem Hund des Besitzers Leckerlis zu geben. Während man erwarten könnte, dass ein Hund ein Leckerli jederzeit freudig annimmt, war das in diesem Experiment nicht der Fall. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die Hunde viel eher ein Leckerli von dem Schauspieler nahmen, der versuchte, dem Besitzer zu helfen und freundlich zu ihm war. Die meisten Hunde nahmen auch Futter vom passiven Schauspieler an, aber sie waren nicht bereit, der Person zu vertrauen, die nicht mitholf. Als der gemeine Schauspieler den Hunden ein Leckerli anbot, weigerten sich die Hunde, das Leckerli anzunehmen. Der Hund konnte erkennen, dass diese Person nicht hilfsbereit war. Hunde können Lügner erkennen. In einer anderen Studie in Japan wurde ein ähnliches Experiment durchgeführt, um herauszufinden, ob Hunde eine nicht vertrauenswürdige Person erkennen können. Bei diesem Experiment stellten die Wissenschaftler zwei Behälter in die Nähe der Hunde. In einem befanden sich Leckerlis, der andere war leer. Beim ersten Test zeigte eine Person auf den Behälter, in dem sich ein Leckerli befand, aber beim zweiten Mal zeigte die Person stattdessen auf den leeren Behälter. Die Hunde freuten sich in der ersten Runde, das Leckerli zu finden, waren aber enttäuscht, als sie feststellten, dass sie beim zweiten Mal belogen wurden. In der dritten Runde zeigte die Person wieder auf den Behälter mit dem Leckerli, doch dieses Mal griffen die Hunde nicht danach. Die Person war in der zweiten Runde unzuverlässig geworden und betrügerisch gewesen und das hat der Hund gemerkt. Hunde können sich den Geruch ihres Besitzers für immer merken. Hunde können sich ein Leben lang an den Geruch ihres Besitzers erinnern. Das Gedächtnis eines Hundes ist so komplex, dass er sich an Emotionen erinnern kann, die mit seinem Besitzer oder einer Person, die er getroffen hat, verbunden sind. Die Assoziationen, die der Hund mit dieser Person verbindet, bleiben im Gehirn des Hundes gespeichert. Wenn ein Hund einen bestimmten Geruch erkennt, der mit einem Menschen assoziiert wird, der ihm Freude bereitet hat, wird ein bestimmter Teil des Gehirns aktiviert und erinnert sich an ihn. Auch wenn sich dein Gesicht verändert hat oder es Jahre her ist, dass du deinen Hund das letzte Mal gesehen hast, wird sich dein Hund daran erinnern, wie du gerochen hast, wie sehr du ihn geliebt hast und er wird sich freuen, dass du wieder da bist. Studien haben gezeigt, dass der Geruch des Besitzers die Lustzentren im Gehirn des Hundes aktiviert. Das ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie das menschliche Gehirn auf Parfüm oder den Duft eines geliebten Menschen reagiert. Andere Studien haben gezeigt, dass dein Hund umso aufgeregter ist, je länger du weg bist, wenn du zurückkommst. Und wenn du nicht in der Nähe bist, weiß dein Hund, dass sich die Dinge verändert haben und ein gewisses Maß an Sicherheit verloren geht. Wenn der Besitzer eines Hundes nicht innerhalb einer bestimmten Zeit zurückkehrt, empfindet der Hund das als Verlust. Hunde können Gesichtsausdrücke interpretieren. In einem Touchscreen-Experiment in Österreich haben Wissenschaftler Hunde auf die Probe gestellt. Sie zeigten den Hunden Bilder von Mund und Augen menschlicher Gesichter, die entweder einen wütenden oder einen glücklichen Gesichtsausdruck hatten. Die Hälfte der Hunde bekam ein Leckerli, wenn sie an einem fröhlichen Gesicht schnüffelten, und die andere Hälfte wurde belohnt, wenn sie ein wütendes Gesicht berührte. Dann kam der Test. Wenn den Hunden Bilder von Menschen mit wütenden oder fröhlichen Gesichtern gezeigt wurden, die sie vorher noch nicht gesehen hatten, konnten sie immer noch den Unterschied erkennen und sich die Belohnung verdienen. Die Wissenschaftler sagen, dass das Experiment beweist, dass Hunde zwischen den beiden menschlichen Gesichtsausdrücken unterscheiden können. Sie vermuten, dass Hunde ihre Erfahrungen mit der menschlichen Ausdrucksweise nutzen, um diese Unterscheidung zu treffen.
Interessanterweise gab es noch einen weiteren faszinierenden Hinweis in dieser Studie. Bevor Hunden die Regeln dieses Experiments beigebracht wurden, hatten sie eine natürliche Abneigung dagegen, ihre Nasen gegen Bilder von wütenden Gesichtern zu drücken. Das bedeutet, dass unsere pelzigen Freunde ein gewisses Wissen über die Bedeutung menschlicher Ausdrücke haben. Hunde können schlechte Absichten riechen. Die Bindung zwischen einem Hund und dem Besitzer ist sehr eng. Wenn dein Hund manche Menschen anbellt, andere aber nicht, könnte es sein, dass er unterbewusste Signale aufnimmt, die du über diese Menschen aussendest. Nach außen hin bist du vielleicht freundlich und zuvorkommend zu einer Person, aber dein Hund nimmt winzige, unbewusste Signale wahr, dass du dich in der Nähe dieser Person nicht ganz wohl fühlst. Der Geruchssinn eines Hundes ist zwischen 10.000 und 100.000 Mal besser als der eines Menschen. Dein Hund spürt, wenn du nervös bist, weil dein Körper bestimmte stressbedingte Chemikalien und Hormone produziert, die einen charakteristischen Geruch haben. Die offensichtlichsten davon sind das Schwitzen und die Ausschüttung von Adrenalin. Wenn sich jemand, der dich nervös macht, dir nähert, merkt dein Hund vielleicht, dass du dich nicht wohlfühlst und bellt ihn an, um sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist. Die Forschung hat gezeigt, dass Hunde Veränderungen im Gehirn eines Menschen wahrnehmen können, durch Veränderungen der Pheromone, die sie aussenden. Das erklärt die vielen Geschichten, die wir über Hunde hören, die Aggression oder Abneigung gegenüber jemandem zeigen, kurz bevor es brenzlig wird. Der Hund wusste, was passieren würde, bevor das Opfer überhaupt eine Ahnung davon hatte. In diesem Zusammenhang solltest du daran denken, dass Hunde Angst riechen können. In einer Studie mit 694 Personen fanden Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen dem emotionalen Zustand einer Person und der Wahrscheinlichkeit, gebissen zu werden. Selbstbewusste und emotional stabile Menschen wurden nicht annähernd so oft gebissen wie diejenigen, die sich in der Nähe von einschüchternden Hunden ängstlich fühlten. Hunde können deine Körpersprache lesen. Laut Tierverhaltensforschern nehmen Hunde jede Bewegung von Mensch und Hund auf. Egal, ob es sich um steifes Verhalten, Verspieltheit oder Nervosität handelt, ein Hund erkennt das sofort. Das liegt daran, dass Hunde sich auf ihre Körpersprache verlassen, um ihre eigene Sicherheit einzuschätzen, wenn sie mit anderen Hunden zusammen sind. Dieses angeborene Verhalten überträgt sich auch direkt auf das menschliche Verhalten. Wenn also eine Person, die du kennst, etwas sagt, sich aber anders verhält, wird dein Hund das sofort merken. Deshalb bellt oder knurrt dein Hund eine Person an, die er für eine unmittelbare Bedrohung hält, selbst wenn diese Person nur daran denkt, dir in Zukunft zu schaden. Aber was können Hunde mit ihrem unglaublichen Geruchssinn noch wahrnehmen? Du hast wahrscheinlich schon von der Fähigkeit eines Hunden gehört, Erdbeben oder Wetterveränderungen vorherzusagen, aber was ist mit dem Erkennen von lebensbedrohlichen Krankheiten? Hunde können schwere Krankheiten riechen. Ob du es glaubst oder nicht, Hunde können Krebs erkennen, indem sie einfach am Körper einer Person schnüffeln. Eine Studie der Universität von Kalifornien in Davis hat gezeigt, dass Hunde krebsbefallenes Gewebe aus vielen Proben herausfinden können. Krebszellen haben einen spezifischen Geruch, den es in gesunden Zellen nicht gibt. In Großbritannien gibt es sogar eine Organisation namens Medical Detection Dogs, in der Hunde darauf trainiert werden, den Geruch von Krebs in Proben wie Atem, Urin und Abstrichen zu finden. Hunde können sogar für Menschen mit Diabetes lebensrettend sein. Diabetiker müssen ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren, da er sich drastisch verändern und plötzlich auf gefährliche Werte absinken kann. Ein schneller Abfall des Blutzuckerspiegels erzeugt einzigartige chemische Elemente, die der Hund im Atem oder auf der Haut einer Person erkennen kann. Die Organisation Dogs for Diabetics bildet Hunde intensiv darauf aus, ihre Besitzer zu warnen, wenn ihr Blutzucker zu niedrig ist. Die Supernase eines Hundes kann auch Anfälle und Migräne vorhersagen und Malaria und die Parkinson-Krankheit erkennen. Lass uns jetzt darüber reden, warum Hunde manche Hunde anbellen, aber andere nicht. Du gehst auf der Straße spazieren und dein Hund sieht einen anderen Hund, der auf dem Weg in seine Richtung kommt. Vielleicht bellt er oder stürzt sich auf den anderen Hund, um ihn abzuwehren, oder er senkt einfach den Kopf und geht vorbei, ohne zu bellen oder den Hund anzusehen. Aber warum bellt dein Hund manche an, während der andere völlig auslässt? Nun, während Menschen mit Worten kommunizieren, kommunizieren Hunde hauptsächlich durch ihre Körpersprache und ihren Geruch. Dein Hund bellt vielleicht manche Hunde an, weil sie eine bedrohliche Körpersprache zeigen. Du bemerkst ihre Körpersprache vielleicht nicht, aber subtile Anzeichen wie Erstarren, ein steifer Schwanz, ein angespanntes Maul oder eine gerümpfte Nase können für deinen Hund abschreckend wirken. Ein Hund kann etwas in der Körpersprache eines anderen Hundes erkennen oder Geruchsspuren aufnehmen, die signalisieren, dass der erste Hund etwas mag oder nicht mag. Hunde können diese subtilen Körperspuren oder Gerüche schon aus großer Entfernung wahrnehmen.
Ein weiterer Grund, warum ein Hund einen anderen sofort nicht mag, sind seine Erfahrungen in der Vergangenheit. Wenn dein Hund zum Beispiel in der Vergangenheit von einem braunen Rüden angegriffen wurde, kann es sein, dass er vor ähnlich aussehenden Hunden große Angst und Aggression zeigt. Wer hätte gedacht, dass ein Hund so viel tun kann? Hunde können lebensbedrohliche Krankheiten erkennen, sie können unsere Körpersprache und Gesten entschlüsseln, gemeine Menschen erkennen und sogar beschließen, dir nicht mehr zu gehorchen und zu vertrauen, wenn du versuchst, sie auszutricksen. Wenn dein Hund also jemanden bei dir zu Hause anknurrt, ist da vielleicht etwas dran. Für dich mag diese Person in Ordnung sein, aber dein Hund weiß es vielleicht besser.